Wir dachten, es könnte sowas wie ein Tor in ein anderes Twilight Town sein. Den Beutel habe ich selbst gemacht und ich habe ihn noch. Davon dürfte es also keine zwei geben. Auch Kairi! Eure Majestät, ihr habt den Beutel mit dem Kristall von Riku bekommen, stimmt's? Und ihr habt ihm versprochen, nichts zu sagen, oder? Grüß Kairi von uns! Diesmal ist Cypher zu weit gegangen. Hä? Ihr könnt nicht sagen? Roxas, komm! Der Dieb? Ein Foto zur Erinnerung. Huch! Du strahlst ja richtig. Ach so, deshalb dachten alle, wir wären es gewesen. Hier auch. Ist das der Dieb? Das hoffe ich sehr. Vielleicht liegt es an dem Andenkendieb von gestern. Gebt alles. Gut gemacht, Leute. Zusammen mit dem, was wir schon hatten, haben wir jetzt... stolze 5000 Taler! Kaufen wir die Fahrscheine! Wo willst du hin? Dein Eis schmilzt. Sehr seltsam. Morgen. Sag, willst du mitkommen? Na gut, wir sehen uns nachher, ja, Roxas? Nein, waren wir nicht. Ohne dich wär's nicht dasselbe, oder? Gebt alles! Na beide, du Dummerchen! Heiner! Roxas! Roxas! Roxas, jetzt geht's! Du hast es geschafft! Ich hab auch ein Geschenk. Für uns alle. Aber wir hatten noch ausgemacht, ihn heute abzuhaken. Wechsel nicht immer das Thema. Ganz viele Leute wollen uns dabei helfen. Nicht auf der Einkaufspromenade. Heiner, das ist kein Wettkampf. Das Geheimnis des Geisterzugs. Angeblich vom Abendrothügel aus. Wir müssen aber unbedingt nächstes Jahr ins Meer. Cypher? Wenn wir Gerüchte und Wahrheit gegenüberstellen, wird der Aufsatz trotzdem toll. Roxas! Und Leute, wie war's? Hab ich mir schon gedacht und den Aufsatz so gut wie fertig. Wollen wir Heiner suchen gehen? Er ist wahrscheinlich am Bahnhof. Wir haben jetzt nur noch 2 Tage zusammen. Die Sommerferien, schon vergessen? Der letzte Tag des Sommers. Ich heiße Olette. Hey, habt ihr schon den Sommerferienaufsatz geschrieben? Freie Themenwahl ist echt schlimm, was? Sora, Donald, Goofy, wir haben gerade jemanden getroffen, der euch gesucht hat. Nun, wir sollten uns wieder um unseren Aufsatz kümmern. Ihr beeilt euch besser mit den Fahrkarten. Hä? Ja. Bist du in Ordnung? Was für eine romantische Geschichte. Hä? Dann beeilt euch lieber.